Und willkommen zum nächsten Part. Und ich glaube, ich habe rausbekommen, warum die drei das sind. Ein Moment. Ah, kann das sein? Sind sie vielleicht alle drei verletzt? Ja, das ist der Grund. Was? Nathan? Stimmt das wirklich? Nein, mir geht's gut. Ich... Ja klar, zeig mal her. Oh, wann hast du dich denn so verletzt? Du hast dich beim Spiel gegen Alice verletzt, richtig? Warum hast du nichts gesagt? Ich dachte, es sei nicht der Rede wert. Ich war der Meinung, dass das Team nicht, mich nicht entbehren könnte. Genau, wir müssen alles geben für die Leute, die in der Klinik sitzen. Das steckt also dahinter, weil sie die verletzten Spieler auf die Bank gesetzt hat, kann das Team besser spielen. Genau, außerdem verhindert sie so, dass die verletzten Spieler sich noch schlimmere Verletzungen zuziehen. Ja, die sind nicht clever. Du hast es also verstanden, Sharp. Mit einem klugen Kopf wie deinem können wir dieses Spiel sicher gut auch zu einem Ende bringen. Genau, wir haben nicht auf. Wir geben nicht auf. Auf geht's, Raimon. Ja, aber das wird schon... Fang. Boah, Mission gescheitert. Wo sind meine Leute? Ach, verdammt. Komm her, Süßer. Gretchen. Wenn das jetzt ein Foul ist, dann leck mich. Ach, komm. Die fangen bestimmt mit seinem Spezialschuss an. Wir hätten mal unsere Eier ab. Ey, das geht doch richtig auf die Eier. Hey, gut abgewehrt. Wow, das war ein ziemlich toller Schuss. Durchsetzen, das schaffst du. Manchmal hasse ich den so richtig. Ach, das stimmt, ey, das da, das gab es im Anime ja auch. Abseits? Gretchen, die Beine weg. Ich will dieses Spiel jetzt zu Ende bringen. Sehen wir mal, ob ich das schaffe jetzt. Schutzwand. Jetzt komm. Durchsetzen. 2 gegen 1? Sehr gut, dann kriegen die auch mal. Kann ich den nach vorne setzen? Feuertornado. Den kann er nicht mal aufhalten. So muss es sein. Peng drin. Boah, eine unerwartete Entwicklung. Weiter geht's. Ich muss sehr viel leveln, das merke ich richtig. Dann ficke ich jeden, wenn ich richtig gelevelt habe. Spiel beendet.
Und die haben gewonnen. So muss es sein. Ja, ein weiterer Sieg für Raimon. Wir haben verloren. Autsch. Aber was hätten wir anderes erwartet können? Schließlich sind wir gegen die Superstars der Raimon 11 angetreten. Naja, ich würde nicht sagen, dass wir Superstar... Moment mal, du weißt, wer wir sind? Hehe, aber natürlich, ihr habt doch die Football-Frontier gewonnen, nicht wahr? Aber was geht hier vor? Ach, so wussten die ganze, dass ich das bin, diese Homos. Was? Du bist die Tochter des Premierministers? So sieht's aus. Überrascht, ich bin Victoria Vanguard. Ihr könnt mich Tori nennen. Ihr wisst bereits, dass mein Vater von den Aliens entführt wurde? Ich möchte ihn retten. Deswegen brauche ich ein Team unschlagbarer Verbündeter. Hast du uns etwa deswegen herausgefordert? Du hast uns an die Nase herumgeführt. Stimmt. Tut mir leid, dass ich euch so hinterher auf die Probe gestellt habe. Ach, das ist schon in Ordnung. Danke, dass ihr das versteht. Ich bin jetzt überzeugt, ihr seid die Richtigen. Vielleicht seid ihr sogar noch stark genug, um die Elend zu besiegen. Wie sieht es aus? Arbeiten wir zusammen, um meinen Vater zu retten? Nimm mich in dein Team! Ich will dir helfen! Was soll diese kleine Szene gewesen sein? Freundin Victoria, das geht doch nicht. Die Entführung des Premierministers ist eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Dafür ist der Zirkel Zirkel zuständig. Hier ist mir egal, die Lage ist ist... Todernst, ich will, dass sie mir helfen. Wir waren bereit, gegen die Raimon Junior High Fußball zu spielen. Aber das geht jetzt zu weit. Bitte versuchen Sie, diese Angelegenheit wie ein Erwachsener zu betrachten. Aber haltet euch einfach aus dieser Sache heraus und lasst uns Erwachsene unsere Arbeit machen. Der Schnigger hat gesprochen. Nichts gegen Schwarz. Herr Smith, Sie sturer Esel. Herr Smith, Will Smith. Tut mir leid, Leute, damit ist die Sache wohl gegessen. Aber unser Match hat mir wirklich Spaß gemacht. Das sollten wir mal wieder machen. Ich habe immer Zeit für ein Fußballspiel. Tschüss. Ist es nicht toll, Mark? Jetzt kannst du auch sogar gegen andere Mannschaften antreten. Allerdings musst du ein paar Dinge beachten, wenn du ein Match spielen möchtest. Hoffentlich ist das nicht so kompliziert. Tutorialzeit. Überlass die Details einfach uns. What the fuck? What? Ich bin der älteste Veteranenbruder und wie ich meine, auch der klügste. Und als nächstes komme ich. Und ich bin das Küken. Wir, die Veteranenbrüder, werden deine Freundschaftsspiele für dich organisieren. Wir haben für dich die große Fußballfrontier vorbereitet, über die du ganz schnell zu die Fußballtour vorbereitet, über die ganz schnell zu den Freundschaftsspielen gelangst. Du findest uns im Bus, sprich uns einfach an und wir organisieren ein Match für dich, wann immer du möchtest. Teams, um deine Mannschaft zu trainieren, sprich mit Herrn Veteran um deinen In Nara und in Bola Junior gibt es ein Team, die gegen dich antreten möchte. Versuch mal, sie anzusprechen. Besiegst du ein Team, kannst du die Spieler in Wölde deine Team holen. Und dafür brauchst du das Abwerbesystem. Das was? Das Abwerbesystem? Genau, wenn du jemanden in dein Team holen möchtest, dann bitte einfach deinen Trainer Hilmann, den Spieler für dich zu suchen. Dann musst du den Spieler nur noch aufspüren und ihn reden und ihn... Wenn du es ausprobieren möchtest, dann ruf Hilmann einfach über das Bildtelefon ins Bus ein. Ja, okay. Im Anime hat der keine Brüder, warum jetzt auf einmal? Wow, das war unerwartet. Die Veteranenbrüder sind wirklich immer für eine Überraschung gut. Ich bin verwirrt. Welcher von ihren fährt noch gleich den Bus? Also, wie dem auch sei. Sprich einfach die Veteranenbrüder an, wenn du ein Match spielen möchtest. Ich kann mir vorstellen, dass es nach und nach immer mehr Gegner geben wird, die gegen dich spielen möchte. Wow, schnelle Matches und einfache... Was? Transfers. Wir müssen nach guten Spielern anderen Teams Ausschau halten. Stimmt, ich hoffe, wir spielen gegen viele interessante Gegner von anderen Schulen. Das ist aufregend, nicht wahr? Also, merkt dir, immer wenn du einen Spieler abwerben möchtest, ruf Hilmann an. Und Captain, was machen wir jetzt? Naja, der Typ vom Secret Service hat gesagt, wir sollten uns aus der Sache aushalten. Aber das passt einfach nicht zu uns.
Natürlich nicht. Wir sind in den Hirschpark reingekommen, also können wir uns jetzt auch nach Hinweisen umsehen. Meine Fresse, war das jetzt zu viel Text. Währenddessen wurde Premierminister Weingart an einen anderen Ort gebracht. Ach, wohin bringt ihr mich? Was fällt euch eigentlich ein? Halt den Mund! Oh. Jetzt reden wir. Wir sind hier. Ach, wo bin ich? Hm? Das ist doch... Was in aller Welt geht hier vor sich? Ich kenne die Story, ich spoilere aber nicht, weil ich fair bin. Ja, okay. Status? Was gibt's, Mark? Nur noch 9. Ja. Achso, okay. Block. Dank Trainerin Lenas genialer Taktik konnten wir den Secret-Service schlagen. Sie hatte optimal auf unsere Verletzung reagiert und wusste genau, was sie tun war. Gegen Erwachsenenspielen war wirklich kein Trainingsspiel. Wie schon gesagt, ihr habt schon gegen die anderen gespielt, diese Veteranen, die Inazuma 11 von früher. Also das sind keine Erwachsene aus deren Sicht jetzt. Was jetzt? Nein, will ich nicht. Was? Hinweise zu den Aliens? Es geht euch überhaupt nichts an. Jetzt stört uns nicht weiter mit euren Arbeiten. Oh, der schwarze Fußball ist wohl die einzige Spur, die die Aliens hinterlassen haben. Das sind vielleicht lausige Aliens. Die haben ja noch nicht mal Kornkreise gemacht. Das ist nicht eine deiner bescheuerten Fernsehsendungen, Wallzeit? Behinderter. Was ist los, Axel? Du siehst niedergeschlagen aus. Axel? Hey Axel! Hallo Mark! Tori! Habt ihr noch weitere Hinweise zu den Aliens gefunden? Leider nicht. Und du? Auch nichts. Ach, wie schade. Ich frage mich, wohin sie verschwunden sind. Ach ja, ich wollte dir ja noch vorhin was danken. Was meinst du? Naja, was du über Fußball gesagt hast. Das ist keine Rolle spielt, wie alt man ist oder welches Geschlecht man hat. Fußball verbindet, wie Facebook. Das hat mir wirklich viel bedeutet. Mein Vater liebt Fußball über alles, deswegen habe ich auch angefangen selbst zu spielen. Er hat immer viel zu tun und ist nicht oft zu Hause. Aber wenn er frei hat, hat er immer mit mir zusammen Fußball gespielt. So als kleines Kind das Größte für mich. Fußball ist für dich eine Art Verbindung zu deinem Vater, oder? Du bist nicht wie die anderen, Mark. Die meisten Leute werden nervös, wenn sie hören, wer mein Vater ist. Ach wirklich? Es ist bestimmt nicht leicht, die Tochter des Premierministers zu sein. So schlimm ist es nicht. Mir macht es nichts aus. Ich habe meinen Vater sehr lieb. Wenn ich ihn mit dem Fußball retten könnte, dann würde ich mich so glücklich. Das würde mich so glücklich machen. Wirklich? Dann mach auf jeden Fall weiter. Mark, wollen wir Freunde sein? Ich kenne sonst niemanden in meinem Alter. Wovon redest du? Wir sind doch schon längst Freunde. Wir haben zusammen Fußball gespielt. Hahaha, oh Mark. Es ist toll, mit dir befreundet zu sein. So schnell findet man Freunde. Huch, was ist das denn auf dem Bildschirm? Wow, das ist doch... Erdlinge, wir sind die Aelius Academy aus einer anderen Galaxie. Wir sind zur Erde gekommen, um euch jämmerlichen Erdlingen unsere unglaubliche Macht zu demonstrieren. Wir werden euch mit Fußball zeigen, wie sinnlos es ist, sich uns zu widersetzen. Janus hat gesprochen. Das war Janus, aber wo kann er nur sein? Das sind die Aliens, die Vater entführen haben? Oh, gib mir meinen Vater zurück! Smartphone! Was, bist du sicher? Fräulein Victoria, wir haben den Ursprung des Signals aufgespielt. Es kam vom Sender vom Hirsch-TV. Verstanden, Herr Smith. Machen Sie das Auto zu Startklar. Wir müssen sofort zum Sender vom Hirsch-TV. Halt doch noch ein bisschen durch, Papa. Ich werde dich retten. Captain, alles in Ordnung? Arme Tori, sie ist so besorgt um ihren Vater, dass sie auf nichts anderes konzentrieren kann.
Trotzdem, als Teamkapitän muss man einen kühlen Kopf abbewahren. In dieser Verfassung wird sie Alice nicht schlagen können. Und wir sehen uns im nächsten Part.